Moin moin, willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir sind in der Nebenmission $112 und wir sind hier im Anmarsch auf Alcatraz, denn dort wird gleich die nächste große finale Aktion starten. Ist jemand verletzt? Wie verletzt? Ich habe perfekt eingepackt. So, und dann bin ich mal gespannt, was genau hier jetzt abgeht, denn das ist ja immer noch von Touristen bevölkert hier alles. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich da reinkomme. Das sieht aus, als würden alle an Roboterschwänzen lutschen. Roboterschwänze? Hab ich da Roboterschwänze gehört? Ihr seid eklig. Okay, wie sieht's denn hier aus? Hier komme ich doch bestimmt rein. Okay, dann wird hier... Das wird ein bisschen heftiger, weil ich hier einen Zeugen retten muss. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger als dieses Auto klauen und sowas. Hey, ich bin auf The Rock. Der CTOS-Server sollte oben auf dem Gefängnis sein. Oben auf dem Gefängnis, da war ich schon mal. 1946 begann die Schlacht von Alcatraz. Zwei Insassen, Bernard Coy und Marvin Hubbard, überwältigten William Miller und sperrten ihn in eine der Zellen. Coy, der extrem gehungert hatte, konnte sich durch die Gitterstäbe zwängen, die den Wächterlaufstieg schützten, und von innen das Kommando übernehmen. Als der Ausbruchsversuch nach zwei Tagen niedergeschlagen wurde, waren zwei Wärter und drei Häftlinge tot. Okay. So, dann bitte startet diese... Markus, startet diese Mission. Dankeschön. Das sollte reichen. Es gibt mehr Material, als ich gedacht hätte. Das wird eine Weile dauern. Ich kann warten. Die Aussicht hier ist super. Das ist wohl wahr. Puh, okay. Also das wird, glaube ich, wirklich ein bisschen schwierig. Kann ich mir aber vorstellen. Oh, scheiße. Ich habe Videos von Cops, die da Leute ermordet haben. Schon 5 oder 6 Mal. Dann muss ich hier weg, ohne die Killerpatrouille aufzuscheuchen. Keine Zeit. Kamera 11. Was geht denn ab? Sind sie jetzt schon da, oder was? Aha. Ich glaube, sie sind schon da. Die sind hier? Scheiße. Und das ist sicher Kestrel. Verschwinde da, Marcus. Nein, wir brauchen ihn. Lebendig. Er kann unsere Liste der Namen bestätigen. Die Cops sind schon drin. Jetzt helfen dir keine schlauen Pläne mehr. Also Freestyle. Freestyle kann ich eh am besten. Ist schon recht. Okay, also den da brauche ich. Ja, jetzt habe ich ein Foto gemacht. Trottel. Ja, wenn man sie irgendwie in die Luft sprengen könnte. Ah, den hätte ich sprengen können. Wie das bei Watch Dogs 1 immer so schön ging. Ich mache mal wieder meinen Lieblingstrick. Nämlich irgendwelche Gangmitglieder suchen. Und ich werde wahrscheinlich den Schlüssel brauchen. Ich habe vorhin gesehen, dass hier ein Schlüssel ist. Da ist er. Den werde ich garantiert benötigen, um diese Gefängniszelle aufzukriegen. So, da haben wir schon. Na gut, ihr macht das schon, ne? Ballert ihr euch mal gegenseitig um da unten. Ich warte so lange. Haha. Bäm, hat's gemacht und er lebt noch, ich fass es nicht. Okay, jetzt ist der Alarm aber schon so ein bisschen nervig. Geh da runter und schalte
Kapitän Osago. Befehl von Orti. Ja, komm, schick mal ein paar Leute. Macht mal alle platt hier. Ist schon recht. Na, kannst du jetzt einfach rausmarschieren? Na, das wäre zu schön. Ja, ich werde da so oder so runter müssen. Da komme ich nicht drum rum. Aber noch sind mir das zu viele Leute da unten, wenn ich ehrlich bin. Mann, ich sie irgendwie anlocken könnte oder so. Gut, ich könnte meinen Quadrocopter nehmen, aber das sind echt viele Leute hier, ne? Ah, komm. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Nein, das war's. Jetzt kommt Hubschrauber auch. Jetzt habe ich richtig die Arschkarte. Boah, jetzt kriege ich aber richtig Ärger. Stufe 4. Jetzt gibt's aber richtig auf den Sack hier für mich. Na. Ah. Komm schon, töte ihn. Mann, ey, wo kommen die alle her? Scheiße. Okay, ich muss einen runter für den Vogel. Oh Mann, ey. Das ist nicht gut hier. Ich hoffe, ich muss ihn nicht eskortieren jetzt hier. Danke. Ich verschwinde dann mal von hier. Ja, mach das. Viel Spaß. Okay. Jetzt muss ich nur noch hier weg. Nur noch. Scheiße, ey. Stufe 5. Das ist die maximale Verfolgungsstufe, die ich jetzt hier am Start habe. Die hatte ich noch nie vorher. Es gibt eine Trophäe, wenn ich da entkomme. Aber das wird nicht einfach. Na, wenn ich jetzt irgendwie mich hier verstecken kann, dann habe ich es schon. Nein. Okay, jetzt bin ich nur noch Stufe 4. Ah, da kommen sie schon. Nein, jetzt nicht sterben. Nein, 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 nein. Komm schon.
Oh, fuck. Scheiße. Oh, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Oh, Mann. Boah. Na, danke, ey. Hoffentlich nicht wieder von vorne. Hoffentlich ab der Rettung dieses Gefesselten. Oh, scheiße, ey. Ja, natürlich alles von vorne. Ist nicht euer Ernst, ey. Alles komplett von vorne. 10 Minuten meines Lebens verschwendet. Ich hasse euch. Alles von vorne. Na, geilomat, ey. Dankeschön. Ah, super, ey, ehrlich. Tolle Wurst. So eine Scheiße, ey. Ach, Mann. Das ist doch scheiße, echt. Oh Mann, warum kann ich denn jetzt die Typen nicht auswählen hier? Ich will den Typen mit dem Schlüssel haben. Ah, nervig. Da ist er doch. Na gut, vielleicht ist die bessere Taktik, nicht alles platt zu ballern, sondern versuchen, da so irgendwie reinzukommen. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das funktionieren soll. Bestimmt einer von hinten. Oh, es sind so viele, ey. Es sind so viele, ehrlich. Das wird nix. Moment mal. Echt? Hey, hey! Auf deine Brieftasche! Himmel, bist du hässlich! Vollpfosten! Krass! Verschwendung! Nehmen Sie die Waffe, Lotto! Was ist passiert? Komm aus der Deckung raus, Mann! Nee, das war's schon wieder. Da ist der Hubschrauber wieder. Komm schon, komm zu dem Boot, komm zu dem Boot. Sprengstoff gelegt. Kein Sprengstoff. Sprengstoff ist fies. Arschloch.
Komm. Komm schon. Nein, Mann. Nein, du Trottel. Ah. Mann. Junge, ey. Ja, haben sie mich wieder. Okay. Hallo? Funktioniert das Ding? Ich höre Sie. Alles okay? Ja, ich bin in Sicherheit. Ihre Freunde haben Wie bist du da rausgekommen? Gegeben, damit ich mich bedanken kann. Tun Sie das, indem Sie auspacken. Auf jeden Fall, mein Freund. Passen Sie auf sich auf. Boah, das war heftig schwer. Puh. Das war jetzt einfach nur Glück, dass ich das jetzt geschafft habe bei diesem Versuch. Das war einfach nur Glück. So, ich glaube, das war's dann aber auch mit dieser Mission. Jo, ich gehe nie wieder nach Alcatraz. Nie mehr. Du musst den Traum leben, Mann. Eine Flucht von The Rock? Das ist 100% genial. Erzähl doch mal. Okay, erzähl doch mal. Hey, lass den Scheiß, Mann. Pass auf. Bitte. Ich würde jetzt gern ungefähr ein Jahr schlafen, wenn das für euch okay Noch ist. Noch nicht. Oh, hör auf. Okay, gut, bin wach. Und voilà. Bei uns ist jetzt Stadträtin Miranda Comey mit ihrer Meinung zum neuesten Schlag für Oaklands sinkendes Ansehen. Danke, Charlie. Aber ohne das stets wachsame Auge der Öffentlichkeit und einen sehr entgegenkommenden Augenzeugen würden wir diese Unterhaltung hier gar nicht führen. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass wir bereits eine umfassende interne Untersuchung veranlasst haben, in Zusammenarbeit mit der Polizei von Oakland. Wir wollen den Namen des Oakland PD reinwaschen. Juhu! Wir sind so gut. Bürger des digitalen Zeitalters. Willkommen. Mitarbeiter des Oakland Police Departments wollten Oakland mithilfe prädiktiver Analytik sicherer machen. Stattdessen konnten einige tote Cops ihr Verbrechen, die etwas verwerten, das ehrliche Polizisten vor Entdeckung und Vergeltung schützen sollte. Die Schulden oben drin. Und sie machen die um, wie sie fehlen. Wieder und wieder und wieder. Eine offizielle Untersuchung des OED läuft gerade. Doch der wahre Schuldige, Blutsverbrechensrobus, bleibt außen vor. Vielleicht ist das System vorurteilsfrei, wie im Amt. Oder vielleicht wollte ich das auch wählen, weil diese Filter, die Ausnahme, Schatten, an ein Programm getragen. Ohne Veröffentlichung des Quellcodes werden wir es nie erfahren. Besser hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Hey. Wir müssen das große Ganze sehen, okay? Wir atmen tief ein. Alles, was DedSec macht, stützt unsere Version. Und ausatmen. DedSec ist eine Ablenkung. Aber sie sind unsere Ablenkung. Also halten wir den Gedanken fest. Namaste. Namaste, Arschgesicht. So, Trophäe. Wie sieht's aus? Ah ja, alles rechtens. Und 8 Forschungspunkte haben wir auch noch bekommen. Läuft. So, da will ich mir mal eine andere Hose verpassen. Die passt nämlich überhaupt nicht zu meinem Oberteil hier. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Die sehen alle scheiße aus.
Ich habe eine neue Maske bekommen. Ich muss mal einkaufen gehen irgendwann, glaube ich. Oder die hier. Welter Outfit, Kopfschmerzhose. Okay. Was hat Detzek so? Skinny Jeans. Die passt eigentlich wunderbar dazu, aber ich kann die einfach nicht mehr sehen. Na komm her, Hipster Shorts. Läuft. So, okay, Forschung und Entwicklung. Was gibt's denn hier noch so? Fernsteuerung. Erhöhte Geschwindigkeit des Jumpers und des Quadrocopters. Auf jeden Fall, den nehmen wir. So, jetzt haben wir noch 5. Kann ich mir aber nichts von leisten. Na gut, alles klar. Dann schauen wir mal, was wir jetzt nächstes angehen. Aber dieser Teil soll damit erstmal beendet sein. Dann können wir uns im nächsten Teil wieder komplett frisch, fromm, fröhlich, frei einer neuen Quest widmen. Die hier muss ich auch noch weitermachen. Ach genau, ich hatte noch diese Geldautomaten-Geschichte offen. Die wollte ich unbedingt erstmal machen. Die habe ich komplett vernachlässigt. Hier, der letzte Dollar. Die muss ich immer noch machen, damit ich die Geldautomaten hacken kann. Das wird Blumen schmerzlich treffen. Hinweise, dass die Polizei... Das war meine Haupteinnahmequelle in Watch Dogs 1. Beweise, dass Blooms Profiler feuerwütige Polizisten ins Feld schickt. Verdammt, wir haben sogar Namen und Gesichter. Alles harte Fakten. Da können sie nichts schönreden. Willst du echt alles in Mirandas Hände geben? Der ordentliche Dienstweg arbeitet langsam. Je länger es dauert, desto mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Das bedeutet, dass Blooms Ruf langfristig Schaden nimmt. Und Miranda braucht das jetzt. Das schulden wir ihr. Ja, du hast recht. Schulden ihr gar nichts. Gar nichts, Mann. So, also im nächsten Teil kümmern wir uns um diese Geldautomaten-Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.